Hallihallo Welt und alle diese Bevölkerung, damit herzlich willkommen im nächsten Part zu meinem Display von Pokémon Strahldiamant im Arena-Kampf gegen Frieda, wo ich gerade offscreen auf den Knopf gekommen bin und deshalb den Part jetzt starte. Du möchtest mich also herausfordern, wie? Nichts lieber als das. Ich warte schon lange auf einen starken Trainer wie dich. Doch ich muss dich warnen. Ich bin stark, denn ich weiß mich zu konzentrieren. Bekommen, Mode, Romanzen, alles eine Frage der Konzentration. Ich zeige dir am besten, was ich damit meine. Mach dich bereit zu verlieren. Oh, 4 Pokémon hat sie dabei, krass. Ein Schneebedeck. Na gut, das ist einfach. Welches Level ist das denn? Ach Gottes Willen, ist das niedrig. Ja gut, da wird Flammenrad kurz einen Prozess mitmachen, ne? Ja. Ja, da hat sie nur noch 3. Ja, das habe ich, ganz ehrlich Leute, das habe ich nicht gewusst. Ich wusste nicht, dass ich so krass über Level bin mittlerweile. Ja, danke schön für den Hagelsturm. Ein Schneebel. Da bleibe ich natürlich wieder drin mit Lenten, also. Ich glaube, dann gehe ich mal ein bisschen meine Taktik nach und mache mal ein bisschen meinen Angriff hoch. Was war das für eine Beere? Was hat das für eine Beere gerade gegessen? Reduziert den Schaden. Ja gut, das hat nicht wirklich was gebracht, oder? Nö. Ich glaube, Lenten wird das die ganze Team kaputt machen. Meditales. Kampf Psycho. Ich bleib drin. Weil ich weiß nämlich, was die als letztes Pokémon, glaube ich, hat. Die hat, glaube ich, Rex Blizzard, ne? Na, wenn die Psychokinese hat, das wird, glaube ich, auch sehr wehtun. Aber da kommt sie nicht zu. Wie gesagt, die hatten Rex Blizzard, oder? Na toll, hätte ich gewusst, dass die so einfach ist, hätte ich das im letzten Part. Ja, Rex Blizzard, wie ich gesagt habe. Wow. Rex Blizzard. Flammenrad. Ja, okay, das war eine der leichtesten Arena, ne? Ja. Ich war zu überlevelt. Da konnte ich leider nichts für. Das war ein erstaunlich guter Kampf. Ich bewundere dich sogar ein klein wenig. Ja, das waren 10.000. Mit dem beeindruckenden Konzentrier und Willensstärke hast du uns total überrollt. Oh, ich vergesse, ich muss dir noch das hier geben. Auch meine Orden glänzen gar nicht mehr. Ich habe die vorhin alle sauber gemacht. Du hältst den Fernorden von Frieda. Mit den Friedenorden kannst du nun über deinen Pocket die Kraxler einsetzen. Oh, und den hier nehmen wir auch noch. Ah, die Sticker, die verwendet hat, genau. Lawine, die dann wieder starten, verdoppelt sich die Stärke dieser Attacke. Oh, okay. Stell dir dann mal vor, wie viel Konzentration dann man dafür braucht. Ja. Oh, danke, du hast die Ehrenleiterin besiegt. Du warst konzentriert, als deine Kontrahenten und deine Pokémon haben davon profitiert. Ja. Alles klar. Jetzt werde ich ganz kurz noch zum Attackenfeld dahin zurückgehen, weil ich muss Keifel Antikraft beibringen. Das kann das Pokémon nämlich nicht lernen. Quickle kann das lernen. Glaube ich, wie ich rausgefunden habe. Meine, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall beim Attackenverlerner muss ich Antikraft beibringen. Also momentan habe ich echt sehr viele Fehlinformationen momentan in Pokémon, ja. Ich kenne mich halt nicht so gut in Pokémon halt aus, ne? So, wo war der Attackenverlerner? Der war das der Attackenvergesser, oder?
Scheiße, wo war der Typ nochmal? Oh mein Gott, wo war der nochmal? War der hier? Der wollte dafür eine Herzschuppe haben. Wo war der Typ nochmal? Ich meine, der wäre hier gewesen, der dann glaubt, wenn dann. Nein. Da müssen wir kurz mal eben nachsuchen, Leute. Tut mir leid. Das geht ganz schnell, keine Sorge. Ich meine, der wäre hier irgendwo gewesen. Wenn nicht, muss ich ganz kurz eben nachgucken, eben. Ja, hier ist der. Klaus, bitte. Da, Antikraft. Flu. Attackenwirkung davon abhängt, ob der anwendet. Fluch? Was macht Fluch denn? Haben die Sieg, Gedächtnisverlust. Hätte die Spezialverteidigung stark erhöht. Machen wir das mal weg. Okay. Perfekt. Damit hatten wir es im Antikraft. Damit hat kein Keifel Antikraft lernen jetzt. Er hat Keifel Antikraft erlernt. Das heißt, im nächsten Level wird es auf jeden Fall zu einem Mammutel. Ja, was ich ein bisschen verpatzt habe mal wieder. Ja. Ja, ihr kennt mich. So, okay. Jetzt aber nach Blitzach. Zum See hin. Und danach müssten wir zum Kraterberg, zum großen Finale über Team Galaktik, ne? Ja. Also mittlerweile nähere ich mich dem Ende des Spiels. Nach und nach. Okay. Natürlich gibt es noch ganz viele Sachen, die man nach der Liga, nach der Pokémon-Liga machen kann. Aber ob ich die ganzen Sachen mache, weiß ich noch nicht. Erstmal kümmere ich mich um das Hauptspiel. Dann gucken wir mal, was ich noch alles mache. Beziehungsweise kann man Darkrai, Cresselia und die ganzen Pokémon eigentlich alle auch so fangen, ohne alles? Ich weiß es gar nicht. Oder Rotom ist auch noch da. Die Pokémon der drei Seen scheinen irgendwie miteinander verbunden zu sein. Als der See der Kühler in die Luft gejagt wurde, erschien mitten in diesem See eine Höhle. Für dich etwa auch das Pokémon des Sees her? Hast du echt nichts Besseres zu tun, als deshalb durch diesen Untertrick Schnee zu stapfen? Ich liebe Schnee. Nur halt Eis nicht, wenn man darauf rumrutscht. Damit kommt ihr nicht davon, Team Galaktik. Oh, war das etwas schön alles? Deine Pokémon sind gar nicht mal so übel, aber du bist einfach lächerlich schwach. Hast du ernsthaft gedacht, du könntest das Pokémon vom See retten? Und so jemand will Champ werden. Ha! Träum weiter, Kindchen. Wie auch immer, es ist echt bitter kalt hier. Brrr. Los, nimmst du dich zurück zum Hauptquartier in Schleide. Oh. Jetzt kommt das Schleide-Hauptquartier. Oh, dich kenne ich doch. Wir haben uns in den Ewigknau getroffen. Hör gut zu, Timolak hat etwas Großartiges vor, und zwar zum Wohle aller. Kümmere dich daher besser um deine eigene Kram, anstatt uns mit 8 so armen Pokémon und ähnlichen Pflanzen die Ohren voll zu jammern. Und verschwinde deine Zeit bloß nicht damit, zum Hauptquartier in Schleide zu gehen. Gut, wenn du mich jetzt entschuldigen würdest. Ach ja, ich weiß. Ich konnte nichts gegen Team Galaktik ausrichten. Dieses Pokémon selbst, es scheint wirklich zu leiden. Doch ich werde dich anstrengen und stärker werden. Es dreht sich nicht immer alles nur ums Gewinnen oder Verlieren. Ich muss stärker werden. Das kann man hier für Pokémon fangen, ey. Stärkegrotte.
Ach, hier ist Selfie, ne? Okay. Dann auf nach Schleide, ne? Alles klar. Dann können wir unser Outfit auch wieder mal ändern. Okay. Alter, wenn Keifel Mammutel ist, ne, und das Pokémon mit daher rennt, ne, boah. Alter, das Ding ist riesig. Ist halt ein Mammut, ne. Ich will mich umziehen. Perfekt, danke sehr. Ich benutze das Fahrrad viel zu selten, ne? Oh ja. Na, was sagst du jetzt zu unserem Artett? Sie sieht nicht mehr ästhetisch auszusehen. Ich habe keine Ahnung, wo sie so gut sind, aber das macht sie, ich finde, beeindruckend. Na, sieh mal eine an. Wen haben wir denn da? Ich wette, du erinnerst dich nicht an mich, aber ich erinnere mich sehr gut an dich. Deinetwegen haben sie mir nicht nur mein Piep weggenommen. Mein Partner hat außerdem aus Frust die Rüppelmütze an den Nagel gehängt und ist jetzt in seine Heimat zurückgegangen. Und jetzt willst du allen Ernstes von mir was über einen Lagerschlüssel wissen? Pff, ich weiß nicht, wovon eine Lagerschlüssel. Du bist eine Lagerschlüssel. Ich glaube, von hier aus kann ich, glaube ich, nirgendwo rein, ne? Auf den Galacke erbeutet ein Eis, was nicht nied- und nagelfest ist. Und was uns wertvoll erscheint, das löst sich wieder aus. Das ist unsere Philosophie. Keiner nimmt uns die Philosophy. Hakuma Matata. Ich meine, die Leute haben alle schon geredet, naja. Ist aber schon ein paar Parts her. Warte mal, wir können ja Kraxler jetzt Kraxler einsetzen, ne? Was, er bietet uns natürlich wieder ganz viele neue Wege jetzt, ne? Ja. Und das da. Ach so. Hey, hey, einen Moment mal. Hast du den Schlüssel? Naja, ist mir auch egal. Unser Lagerschlüssel ist beim Wächter von unserem Hauptquartier in besten Händen. Was? Ach, darum geht es gar nicht. Ja, möchte ich. Oh, ist abgebrochen. Finsterstein. Ich bin jetzt seit 5 Jahren bei Team Galactic, doch befördert wurde ich kein einziges Mal. Was? Okay, endlich. Boah, ich wollte gerade sagen, kommt mal wieder ein Kampf hier. Eiszahn. Kreideschrei. Das ging schnell. Boah, ist das groß hier, ey. Ein Fläschchen Zink. Alles klar. Pudogs. Ja, machen wir Antikraft.
Blutsauger. Das sah richtig cool aus, die Animation. Mein Gott. Alter, wie süß Kai für große Schlappohren hat, ey. Was hast du für große Ohren? Damit ich besser hören kann. Aber was sind so große Augen, damit ich besser sehen kann? Bronzel. Na, ich glaube drin. Ja, Bronzel hat Schwebe, ne? Ja. Das ist eine Gesteinsattacke, oder? Dampfwalze, oder ist das Boden? Keine Ahnung. Oder dieses Bronzel hat halt einfach keine Schwebe. Ich bin ein Mitglied von Team Galactic, jawohl. Allerdings stehe ich in den Rangordnung so weit unten, dass ich nicht mal ein Pokémon habe. Ein Wunder, dass ich mich Yrupe nennen darf. Vielleicht habe ich es auch nicht anders verdient. Schließlich weiß ich ja auch nach all den Jahren noch immer noch nicht, wie die Teleporter verbunden sind. Oh, Teleporter. Ach du Heilige. Stimmt, da erinnere ich mich noch dran. Jetzt, wo ich es wieder sehe, erinnere ich mich wieder dran. Machen wir mal eine Dampfwalze. Schlitzer. Aua. Oh, geil, wie die auch die Pfote so hebt, ne? Die rechte Pfote. Die Tatze. Ja, nicht mehr viele Kämpfe, dann habe ich einmal Mutel. Ja, ich hätte es eigentlich schon längst gehabt. Ja, ich weiß. Ich habe mich halt verguckt wieder mal. Habe ich das echt den richtigen Weg genommen? Toll. Hui. Hui. Siedewasser. Oh, heißes Wasser ist das. Ich glaube, Siedewasser ist eine coole Attacke, ne? Alles klar. Ein Waupel. Eiszahn. Ja, das wird Waupel wohl one-hitten, ne? Ja. Oh, Malivore erreicht noch Level, aber Josie aber nicht. Ach du Scheiße. Pudox. Na, ich bleib drin. Oh, und trotzdem Eiszahn. Macht, glaube ich, mehr Schaden. Weil ich so hohen Angriff hab, naja. Ja, Siggi. Und Torb erreicht mit 45 und Josie 48. Panik. Ja, gut. Ja, geil. Papa Neko sieht voll bedrohlich aus, ne? Dass sie es überhaupt mit Paneko überhaupt versuchen, naja. Es hat doch gar keinen Sinn mit Paneko oder Chaloco oder Safcon oder Tokuna. Ich glaube, ich bin wieder richtig gelaufen, kann das sein? Hm.
Kadabra. Eiszahn. Oder darf zuerst angreifen. Psychoschock. Au. Oh, neutral. Eis ist neutral gegenüber Psycho. Ich glaube, nach dem Kampf entwickelt sich Klaus zu einem Mammutel weiter. Den Löffel gibt es nicht, ne? Ja. Yo. Perfekt, das ist auch ein schönes Ende für den Part jetzt auch, ne? Nanu? Klaus entwickelt sich. Ja, mit den Augen, das sieht so geil aus. Glückwunsch, dein Klaus hat sich so einmal Mute entwickelt. Doppelschlag zu erlernen. Doppelschlag? Nee, danke. Hat keiner, ich habe aber keinen Punktesantrag. Na gut. Mammutel. Mammutel. Alter, 149 Angriffskraft, krass. Also klar. Aber wie sich Mammutel im Kampf zeigen wird, das seht ihr im nächsten Part. Und ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Immer Let's Play von Pokémon Strahlende Diamant. Tschüss.